Und da ist die schwarze Katze. Schwarze Katze. So. Katzen stehen, Katzen können jetzt mitkommen. Nein, Schaufel. Dramatische Musik. Okay. Der trinkt schon wieder. Schon wieder, vor allen Dingen. Ja? So, Mieze hinsetzen. Hinsetzen. So, die Katzen sind vom verkackten Turm runter. Alle drei. Und was setzt du dir jetzt als Lebensziel? Dir deine Ecken zurückzugeben. Und dann? Ich hatte gehofft, du würdest die Frage nicht stellen. Deine Ecken sind wieder da. Ja, was macht man jetzt? Jetzt, wo man fast alles erreicht hat, was man erreichen kann. Minecraft lösen, das Let's Play beenden. Kleine Kinder vom Fahrrad schubsen. Das haltet einen immer wieder auf, stimmt. Dadam, dam. Ich kann jetzt einmal erklären, was ich vorhin meinte. Dass du was Nein, vorhin. Ja, meinst. Also. Ich habe vorhin ein willkürliches Wort erwähnt, das jetzt nicht wieder erwähnt werden sollte, weil ansonsten mein gesamtes Experiment möglicherweise zum Teufel fährt. Also. Warte. Bermo, du hast mein ganzes Experiment jetzt ruiniert. Okay. Toll. Dann müssen wir von vorne anfangen. Aber musst du wieder anfangen, die Katzen runterzuschubsen? Nein, Bermo, nein. Was machst du da oben? Ich esse. Ich hab mir gerade. Ich guck mir die Lage gerade ein bisschen an. Ich würde jetzt normalerweise erklären wollen, was mit meinem Experiment auf sich hat, aber jetzt kann ich es nicht wieder machen. Weil. Nun ja. Badewanne. Genau. Ich werde später irgendein anderes Wort erwähnen müssen, aber. Das nächste Mal bitte ich das Wort nicht auszuplaudern, wenn ich das Thema nachher wieder anspreche. Was? Badewanne? Das Wort werde ich nicht nochmal verwenden, Bermo. Benutze einfach Mystery! Na. Kann ich jetzt sowieso nicht machen, da muss ich so eine Weile für warten. Ja, natürlich musst du dafür zur Weile warten, Eisen. Das muss, ist ganz klar. Muss ich. Ansonsten funktioniert die ganze Situation nicht, weil das dann zusammenliegt und dementsprechend dann miteinander zusammenhängt. Ja! Ja, doch! So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach, ja, genau. Ich war dabei, das Gute ins Böse zu verwandeln.
Sauron seinen Ring zu klauen, Jigsaws Fahrrad zu entwenden. War es nicht ein Dreirad? Ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe niemals einen Saw-Film gesehen. Ich gehe speziell davon aus, weil ich immer nur diese Bilder mit dem Dreirad gesehen habe bisher. Nein, aber es ist ein Dreirad. Tatsache. Tja. Es ist wieder, wenn Leute nichts zu tun haben, weißt du? Au. Wenn ich nichts zu tun habe, gehe ich Hunde züchten. Man hört und nur Knarz. 17 Hunde. Ah, da gibt es noch ein bisschen Hundefutter. Die Kraut nehme ich mit. So, Hunde. Kommt mal mit. Kommt mal mit nach oben. Zurück zu eurer Hundewand. Jetzt hat euch wieder ein bisschen zu der Plage zu machen, die ihr eigentlich gewesen seid. Bevor möglicherweise 15 von euch einfach kurz mal von einem Murderfer gefressen wurden. Ach was, Eisen. Erzähl sowas doch nicht. Oh Gott, nein! Was ist los? Da war noch normaler Stein. Tragisch. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Weißt du was? Was weiß ich? Ich bin ein ganz gemeiner Hund und führe meine Experimente trotzdem durch. Ohne weitere Verzögerung und zensiere einfach, was du vorhin gesagt hast. Haha. Denn das Experiment besteht daraus, dass ich letzte Folge irgendein willkürliches Wort erwähnt habe. Und dieses Wort wird ein Teilcode-Wort, als Teilcode-Wort dienen für Leute, weil es diverse Leute gibt, die ja andauernd solche derartige nichtssagende Kommentare drunter Videos setzen, wie zum Beispiel: Tolles Video, schau doch mal bei mir vorbei. Nun gilt es mal herauszufinden, wer überhaupt diese Videos sich angesehen hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach niemand. Und dessen bin ich mir fast schon sicher genug, dass ich meine Seele darauf verwetten würde. Und dementsprechend gab es letzte Folge ein willkürliches Codewort. Und diejenigen, die irgendwelche willkürlichen oder so nichtssagenden Kommentare hinterlassen mit sehr, sehr dünn verdickter Eigenwerbung, die ich natürlich nicht wirklich mag und die automatisch in der Spam-Ordner landet. Tja, die können in der nächsten Folge, das sage ich nämlich jetzt, mit diesem Codewort offenbar sich zu erkennen geben. Nicht in dieser, sondern erst in der nächsten. Und dann finden wir mal heraus, wie viele sich das übermäßig komplizierte Rätsel angetan haben. Hey Eisen! Bermo. Adanos. Sachen gibt's. Das hilft überhaupt nicht! Ich hab nicht behauptet, dass es helfen soll, oder? Das stimmt. Aha, ich bin der Herr des Ofens. Wie brauch ich denn? Ich klone gerade Hunde. Ich glaube, ich hatte 50 Fleisch, das macht 25 Hunde. Eisen, das ist nichts Neues, dass du Hunde klonst. Ja, eigentlich schon. Zumindest eine Weile. Die sind mir fast ausgegangen, die Viecher. Ja, aber trotzdem ist das nichts Neues. Fast ausgegangen. Ah, normaler Stone. Normale Stone. Gib den mal her. Danke. Mal. Nee. 900 kann ich noch klonen. Wow, okay.
Das her. Das her. Das her. Das her. Gib das her. Das her. Das her. Das her. Gib das her. So. Denn tatsächlich, es ist wirklich es ist unglaublich, die Frequenz unter den Minecraft-Videos, wenn es um Eigenwerbung geht. Dies mit anderen Videos eigentlich nicht zu vergleichen. Mit allem anderen einmal alle 4 Jahre irgendwann mal wo, aber bei Minecraft rastet alles komplett aus. Lustig, was? Ja, nein, wirklich nicht. Vor allem, weil ich mir absolut sicher bin, dass niemand, der die Werbung macht, die Videos auch vorher angesehen hat, bevor er sowas schreibt wie nettes Video oder schönes Video oder nices Video. Das ist nichtssagend. Dementsprechend, Codeworte. Sag ich doch, Ananas. Ja, genau, Ananas. Auf jeden Fall Ananas. So. Aber Eisen? Ja. Ich glaube, wir müssen schon wieder Feierabend machen. Müssen wir? Ja, wir wollten noch Resident Evil aufnehmen. Ja, aber müssen wir erstmal warten, bis diese Folge fertig ist. Wir sind bei 2 Stunden. Waren nicht 7 Folgen nötig, Bermo? Wir sind gerade bei 2:14 ungefähr und das bedeutet, wir müssen noch ungefähr 6 Minuten durchhalten. Es gibt noch ausreichend Zeit, um diese Hunde zu Ende zu füttern. Na, okay. Klont mir mehr Hunde! Okay, theoretisch könnte ich noch 3 klonen, aber ich glaube, ich 8, 9, 10, 11, 12. Ah, doch, da habe ich noch wieder was. So, mehr Elternhunde. 2 noch. Da kam mir gerade was zugelaufen. Hm? Wirklich? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und das war das letzte. 25 neue Babyhunde, so muss es laufen. Okay. Na! Ah! Hilfe! Eine Wand aus Flausigkeit kommt auf mich. Eine Wand aus Schmusigkeit kommt auf mich zu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, oh, oh. Schnuffig! Stuffelwuffel! Na gut, Zeit, ist ein paar Blindhunde zu parken. Sitz, 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 Sitz. Mal ein Metalltränken bewerfen hier. Oh mein. Denn wie fördert man das Wachstum von jungen Hunden? Genau, man bewirft sie mit Chemieabfällen. Weg voll die übermäßigen Mörder. Du denkst nicht mal dran mit deiner coolen Lederklamotte hier. Wurde er von Babyhunden gefressen. Gibt auch ein schöneres Schicksal. Hoch! Einfach von so einem Haufen Welpen zerfleischt werden. Ein sehr niedlicher Tod. 3, 4, 5. So. 6, 7. Ich kann fast noch einen Fisch nehmen und noch ein paar Katzen 8, füttern. 9, 10. Ja, meine, ich muss ein paar neue orangene Katzen klonen. Die sind irgendwie. Eine davon ist mir ertrunken und so. Okay. Okay. Miu. Miets.
Sechs Kätzchen. Wie viele? Ich sagte sechs, nicht eine Anzahl. Oh nein! Ach so! Eins, zwei. Spinne, lass das. Drei, vier. Ich weiß nicht, warum die Katzen das Bedürfnis haben, mir entgegengerannt zu kommen, sobald irgendwie ich ein bisschen Schaden bekomme. Ach, oh, hier ist hell. Jo. So, du schwarzes Kätzchen, komm mal mit. Da ist noch ein oranges Kätzchen, das ich noch einen Klon benutzen kann. Klont mir eine Katze. Oh, ein schwarzes Kätzchen, ja. Eisen, hallo. Hallo, Eisen. Guck mal auf den Berg. Ah. Ah, was will der denn? Er ist irgendwo in der Mitte rum. Mit der Stein mit der Hand draufhauen ist ein bisschen scheiße, ne? Ja. Katzenklon, Katzenklon. Macht, was immer ein Katzenklon macht, klont davon einem Nest, kann er nicht, es ist ein Klon, pass auf, das ist die Katze. Genau. Klon. So, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, ich habe was falsch gemacht, aber ich muss es ausbessern. Sachen gibt's. Ah ja, Jagdteil ist. Ich will nicht den Fisch selber fressen, ich will die Katzen füttern. So. Nein, du willst den Fisch selber fressen, also. Das weißt du nur noch nicht. Wer hat mich angeschossen? Du wagst es. Okay, da kommen direkt die Hunde an und fressen den. Jetzt kommt mir so ein bisschen nach Papagei entgegengeflogen. Oh, sieht das lustig aus. Papagei setzt nicht auf meine Schulter, setzt sich auf den Boden und dann bleibt er sitzen. Nein, setz dich hin. Setz dich hin. Geh auf den Boden. Und bleib da sitzen. Katzen, setzt ihr euch auch mal hin. Du bleibst da, wo du bist. Noch jemand? Offenbar nicht. Gut, ich komme jetzt rein. Denn jetzt haben wir die 20 Minuten voll. Können wir uns auch schnell Pofen legen? Die Erdpofen gesagt. Ach ja. Ah! Ah! Jo. Alles dann. Liebe Gemeinde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder von. Von Minecraft! Wir haben mit Fischen schlagen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von. Genau. In der nächsten Folge Minecraft. Nein, Katze, geh runter von der Kiste! Nein, geh runter von der Kiste und setz dich hin. Was hast du vor, Katze? Warum hast du deinen Kopf in die Kiste gesteckt? Und die Warp-Katzen sind da. Was? Guck mal und genau da. Setz dich hin. So, liebe Freunde, wir sind in der nächsten Folge von Minecraft wieder. Wenn das Experiment fortgeführt wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und Cheerio. Ciao, ciao.